Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Technik LP. Ja, das letzte Mal bin ich ja etwas abrupt beendet worden. Ja, woran lag es? Ganz einfach, wenn man nämlich hier Shift klickt, dann tut er einen netterweise rauskicken. Sehen wir weiter. Und ja, das ist mir passiert. Muss ich halt nur das nächste Mal dran denken. So, dann habe ich Aluminium-Ingot. Das wandeln wir mal um in Crack-Tech. Weil ich möchte was bauen. Und zwar... Ich habe das letzte Mal schon angefangen, genau. Entschuldigung. Und zwar eine Batterie. Und jetzt brauchen wir noch einen Schaltkreis. Nach unten hüpfen. Jawohl, haben wir. Ups, oben. Und den legen wir dahin. Und wir haben einen Schaltkreis. Somit haben wir jetzt einen Electronic Wrench. Diesen kann man jetzt mit M und Rechtsklick, bei mir ist es L, in den Loseless Wrench Modus schalten. Was bringt dieser Modus? Dieser Modus hat den Vorteil, dass er Maschinen abbauen kann. Ohne dass sie kaputt gehen. Hat Vor- und Nachteile. Und zwar, er hat den Nachteil, dass er richtig viel Energie braucht. Also wie ihr seht gleich, also dieser Wrench hat 12.000 EU. Kann er speichern. So. Jetzt ist er voll. Ja, und wir leveln noch ein wenig. Das heißt, dass der Generator richtig leer wird, weil wir wollen diesen nämlich abbauen. Wir wollen nämlich einen Thermalgenerator bauen. So, Thermal. Das heißt, wir brauchen 5 Aluminium. Ein Reinforced Glass. Reinforced Glass brauchen wir Advanced Alloy. Okay. Gott sei Dank habe ich mir das vorher nochmal angeschaut. Weil dieses muss man nämlich in der Rolling Machine herstellen. Und die habe ich momentan noch nicht, beziehungsweise die bauen wir jetzt sonst mal schnell. Und halt los, Frosch im Hals, oder was? So, eine Rolling halt. Ich spiele ja auf Deutsch. Also es ist eine Walzmaschine. Wir brauchen 4 Kolben, 4 Eisen, eine Werkbank. Okay. Ach genau, bevor ich das natürlich anfange... Ich habe schon zwar wegen angefangen, um zu sortieren. Schweinchen. Und das will ich jetzt schnell noch machen im großen Stil. Also das heißt, wenn man hier schnell der Boden rausgrupft. Dass wir ein paar Kisten hinstellen, dass es hier wegen ordentlicher wird. Ich habe ja gesagt, ich sortiere offscreen. Aber nur, wenn ich nichts verändere. Und ich verändere was, weil, wie gesagt, ich brauche einen neuen, ich brauche einen Boden. Ich brauche, auch der Keller. Eingang wird hier weggemacht. So. Der kommt jetzt dann nämlich neben das Haus. So, aber wenigstens, dass ich nochmal rauskomme. Na, Schweinchen. Weil bei den alten Häusern war es ja früher wirklich so, dass der Keller daneben war. Und das mache ich bei meinem auch so. Also das heißt, es ist hier. Ich habe eine Schaufel und er macht es mit der Hand. Toll. Ja, das kommt natürlich weg. Ups. Und ich bin schon im Keller. Praktisch. Und ich merke schon, ich brauche Cleanstone. Und, Bodenfreiheit. Okay, das heißt, ja, weil die Steine, was ich gemacht habe, sind unten liegen geblieben. Klasse.
Okay, schmeiß mal schnell die Pilze rein, das Essen rein. So, das heißt, ich brauche. Ja, erstmal Stein. Den nehme ich auch mit. Und wie gesagt, ich wollte sowieso die Energie noch rauskriegen. Dann können wir gleich noch die 25 Stück auch braten. Okay. Raus. Oh, Kies. Jeder von meinem Team weiß genau, was ich mit dem Kies vorhabe. Also ich brauche davon echt Tonnen. Aber nicht für diese Welt, sondern für die Moderne. Weil hier gibt es nur Steinstraßen. Ja, bin ich auch schon momentan am Suchen, weil ich brauche eine altertümliche Steintextur. Die natürlich dann auch zu dem Stil hier passt. Also, falls jemand eine kennt, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder mir auch eine machen. Wird natürlich auch dann darauf hingewiesen, dass es von demjenigen ist. Da bin ich nämlich natürlich super Freund drüber. So, okay. Dann haben wir ein bisschen Stein. Und wir haben ein bisschen voll. So, du kommst rein, du kommst rein. Das kommt auch weg, das kommt weg. So, dann haben wir hier Axt, die wo fast down ist. Müsste ich mal langsam auch mal anfangen langsam zu reparieren. So, toll. So viel Kies, wie ich jetzt hier gerade finde. Ah, ich muss nur gucken, wie ich das mit dem Keller dann mache. Wie gesagt, in den Keller kommt nicht zu viel rein. Das wird so ein altmodischer Lagerraum dann. So, mal raufhüpfen. Diesmal habe ich noch... Ja, was will ich im Macerator damit? Ich brauche keinen Kies und keinen Sand. Brauche ich momentan auch nicht. Okay. Dann habe ich hier soweit alles. Halt, nö. Habe ich nicht. Ja. Kann ja nur. Die Kohle muss natürlich auch abgebaut werden. So. Und die nächsten Level gehen auf jeden Fall zum Reparieren drauf. Oh, Lehm. Cool. Kann man natürlich auch gebrauchen. Aber das ist immer so, wenn ich irgendwas bauen will, wo ich sage, ich brauche einen glatten Boden. Dann kommt das raus. Weiß nicht, ob ihr das Phänomen auch kennt. Hey. Was soll da hochkommen? Okay. So. Dann tun wir mal den Kies aufräumen. Kies und Kies. Dann habe ich hier Eisenerz. Dann habe ich Amber. Einen Kupferplan schmeiße ich mal schnell wieder in die Kiste. Und wie gesagt, ich muss jetzt wirklich aufräumen, weil ich finde nichts mehr. Also das ist mittlerweile schon schlimm. Und ja. Das muss ich jetzt halt live machen. Und ja. Und ihr seht natürlich, wie ich hier rumfehle und hier nicht mehr hochkomme. So, schmeißen wir den auch gleich rein. So, ist er leer? Nein, er ist noch nicht leer. Dann können wir den auch noch reinhauen. Rubber. Toll, wieder weniger Platz, aber den Lehm lasse ich mal durchlatschen. Okay, das heißt also, ist unser Hausschwein ausgebüxt? Nein, es will auch rein. Haha. Schön. Bin von der Arche.
So, okay. Wir wollten auf jeden Fall gucken. Also ich will auf jeden Fall, wenn ich was mache mit der vierten Höhe. Also das heißt, ja, dadurch, dass die Maschinen ja sowieso rauskommen, ist es egal. Aber hier muss er vierte Höhe rein. So, und dann kann ich hier nämlich auch dicht machen. Und der kann auch weg. Dann muss die Wand hier auch weg. Weil wir haben ja hier dann einen Pflasterstein drin. Oh. Nett. Wieder mal Eisen. Wie gesagt, wenn ich es nicht brauche, kriege ich es. Wenn ich es brauche, finde ich es nicht. Ganz normal. Kennt bestimmt jeder das Phänomen. Okay. Dann lasst uns noch das da schnell abhauen. Und wieder Amber. Ihr seht es selber. Phänomen trifft jedes Mal. So. Wie groß machen wir jetzt den Keller? Im Keller hätte ich gesagt, mache ich jetzt erstmal nur hier. Okay. Das heißt, hier mache ich mal schnell dicht. Das lasse ich gleich weg. Und mein Phänomen hat wieder zugeschlagen. Ich habe wieder Kohle gefunden. Und ich habe meine Axt ist weg. Gott, super. Aber es heißt, ich kann mich gleich um einen Aufgang kümmern. Beziehungsweise, aua. Ich muss mich sogar um den Aufgang kümmern. Ja, okay, ich hab noch meine Diamant dabei. Benutze ich erstmal die. Ist ja der Wahnsinn, wie groß das hier das Loch ist. Ich muss hier unbedingt dann schnell den Keller fertig machen. So, ich hätte gesagt, das ist dann eine vierte Höhe. Ich hätte gesagt, den Keller mache ich bis hierhin. So, und super. Ah, was ist denn heute los? Also, was mache ich denn? Aber nicht unter schöner bauen, sondern unter besser schlampen. So. Und so. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Erde. Das kann jetzt nicht unter super failen, weil ich mache nur den Boden so. Muss nicht alles extra sein. Extra fein. So. Ich hab sowieso zu viel von dem Zeug. Dann kann ruhig ein wenig was weg. Okay. Das heißt, die kommt von da. Okay, dann heißt es, das da kommt von hier. Und dann kommt das hier hin. Okay. So, und dann mache ich das hier auch dicht. Ach ja, genau. Mich hat ja ein Kommentar erreicht. Den möchte ich nicht unterschlagen. Und zwar, mir wurde gesagt, ich kann gerne sortieren. Offline. Aber wenn ich massieren soll, also die
Erze verarbeiten. Dann soll ich das doch bitte onscreen machen. Weil danach kann ich nämlich auch irgendwas erzählen und so. Haben wir gedacht, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann werde ich das jetzt auch so machen. Also das heißt, ups, Fehl beim Bau. So. Oh, da hat einer Hunger. Nein, du brauchst keine Angst am Schweinchen. Ich fess dich nicht. Und wie gesagt, dann werde ich es noch so machen, wenn ich jetzt Erze verarbeiten muss. Das werde ich halt dann nebenbei immer wieder mal machen. Kann was erzählen. Uah. Kann mich von... Hallo! Ich habe das schon richtig vernommen, dass da nochmal einer kommen ist. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Puh. Schnell rein. So. Das dann schnell einräumen. So, und dann gehen wir hin. Effizienz 1. Kostet mich zwar... Nee, ich mache Haltbarkeit 1. Hat sogar das Level noch einen Sinn, dass ich es verbraucht habe. Hat er gerade auf mich einer geschossen? Hallo, ich bin innen. Okay, dann essen wir mal. Oder habt ihr was kaputt gemacht? Nö. Okay. Muss dann alles verstehen. Okay, ich habe Sherry Saplings. Dann kann ich die Kasche auch noch essen. So, und habe ich hier auch noch was zum Essen? Ja, wer klopft denn da? Vor allem, wie du die Tür gefunden hast, möchte ich gerne mal wissen. Immer diese Kopflosen. Okay. Toll. Ich habe keinen Jetpack. Jetzt freust du dich natürlich, dass ich da bin. Oder auch nicht. Wiedersehen. So. So, und als erstes. Das ist Birkenholz. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass ich irgendwo hier Birkenholz noch rumfliegen habe. Gott sei Dank. Zuerst machen wir meinen Keller dicht. So, dicht hier. Hier einen Boden rein. Erstmal Holzboden. Wie gesagt, wir können immer noch tauschen. Ist nicht so, dass ich jetzt morgen fertig sein will. Und mir fehlt Birkenholz. Toll. Ja. Dann hätte ich gesagt... Ah, ich habe noch was. Ich habe noch was. Gott sei Dank. Hat schon einige gesagt haben, hey, der ist blind. Ja, bin blind. Vor allem, wenn man nichts, wenn man vor lauter unaufgeräumten Kisten nichts mehr findet. So, dann hätte ich gesagt, hätte ich da noch eine Axt. So. Dann die Schaufel. Auch hier hin. Sind die jetzt kaputt gegangen? Nein, die liegen noch da, aber ich bin voll. Mal wieder. Okay, dann hätte ich gesagt, die Knochen. Und die zwei. Hin. Okay. So, dann hätte ich gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine Treppe. Habe ich mir schon eine Säge gebastelt. Bestimmt. Nur ich finde sie nicht.